Ja, hi, willkommen zurück zu einem neuen Paar Tomb Raider. Mir ist ein Malheur passiert. Der Part, den ich aufgenommen habe, ist verloren gegangen, weil ich zu blöd bin, das Video zu speichern. Ich habe jetzt online nach was gesucht, um das nachzukommentieren. Es ist quasi der Weg bis zum Strand, der mir verloren gegangen ist. Da ist eine wichtige Cutscene drin, glaube ich. Und ja, ihr hört schon, ich habe leider nichts Deutsches gefunden. Das ist was Englisches hier. Aber es sollte nicht so viel sein, weil es gibt gleich eine Passage, wo ich relativ oft gestorben bin. Der hier wird wahrscheinlich nicht so oft sterben, aber okay. Ich habe auch die Köder da unten im Video alle getötet. Ja, wie gesagt, ich habe das Video verhunzt und Tomb Raider hat leider das Problem, dass es Autosave hat. Das heißt, das Spiel tut nach bestimmten Aktionen automatisch speichern. Das heißt, nochmal den Part nachspielen ist nicht drin. Aber ich hoffe, es geht auch so. Ist zwar Englisch, aber ja, ist halt leider so. Ich habe leider nichts Deutsches gefunden. Ich habe geguckt und geguckt, aber deutsche Wildswoogs findet man sehr, sehr selten. Beziehungsweise gar nicht. Und ich glaube, das Video wird auch gar nicht so lang, weil, wie gesagt, in meinem Video bin ich an einer bestimmten Stelle sehr, sehr oft gefailt. Weil, keine Ahnung, irgendwie war da was komisch. Ich habe, glaube ich, Kreis nicht gedrückt bei so einer Seilrutsche. Und sie hat sich dann nicht festgehalten und ist immer in die Hölle gestürzt. Aber zu der Stelle kommen wir noch. Tut mir auch leid, aber ich wollte den Part nicht einfach fehlen lassen. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, irgendetwas zu suchen, dass man wenigstens den Weg zum nächsten Part dahin sieht. Habe ich zwar nicht selber gespielt, aber ja, es ist immer noch besser, als da ein komplettes fehlen zu lassen, weil ja, vorher standen wir da vor dieser Tür und dann der nächste Part würde am Strand anfangen. Das wäre nicht ganz so geil, wie ich finde. So haben wir wenigstens etwas. Andere Möglichkeit wäre... Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, das Spiel komplett nachzuspielen für den einen Part. Aber nee, Leute, dazu gibt es nämlich eine Geschichte. Ich habe das Spiel schon mal nachgespielt. Weil der Part, wo Russ gestorben ist, da ist mir einmal meine Playsy abgestürzt, während ein Quicksave war, also ein Autosave. Und da waren die Daten dann beschädigt, also der Speicherpunkt. So, dass ich das Spiel schon damals von Anfang an spielen durfte. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich etwas andere Fähigkeiten hatte oder so? Deswegen nochmal von vorne, keine Chance. Das wäre dann das dritte Mal. Nur, und das, bei den anderen spielen wir ab dem Punkt weiter. Bei diesem würde ich nur für einen Part nochmal mir die Mühe machen. Nee. Das ist auch sowas, was ich an Autosave-Spielen nicht mag. Wenn du nämlich was verhunzt, hast du ein Riesenproblem. Sonst ist ja Autosave eine coole Funktion, aber ja, im Fall von Tomb Raider wird halt, es gibt Laura, drei. Are you there? Alex said that you're on your way down. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to.
to go back to the monastery. Are you sure? Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Laura, I don't know about this. Just trust me. It's the only way. All right. You be careful. Ich habe gerade den Faden verloren. Wo war? Ja, hier, Autosave. Ist hier nicht so eine tolle Sache, weil es gibt nur drei Spielstände und das Autosave speichert auch auf diesen drei Spielständen. Es gibt so Horizon Zero Dawn oder God of War sind gute Beispiele. Da gibt es zwar auch Autosave, aber du kannst auch manuell speichern und der manuelle Spielstand wird nicht durch das Autosave überschrieben. Das ist hier bei Tomb Raider anders. Da könnte man nämlich vor dem Part dann vielleicht speichern, auch wenn man den Part verhunzt. Nimmt man den Part einfach neu auf. Das wäre wesentlich cooler, als wenn man... Aber hier hat man irgendwie nur drei Spielstände und Autosave überschreibt die aktuelle Datei, auf der man ist. Man kann zwar den Speicherslot wechseln, das sollte ich vielleicht mal demnächst machen, bevor ich eine Session zum Aufnehmen starte. Dass ich den Spielstand wechsle, weil wenn dann was schief geht, kann ich auf den anderen Spielstand zurückgreifen. Bloß zurzeit habe ich irgendwie das Problem, dass der dritte beschädigte Granaten halt macht, der ist irgendwie komplett hin. Und den zweiten will ich nicht überschreiben, weil das ein 100% Spielstand ist. So. Also wir sind auch schon bald am Strand. Hier kommt so eine kleine Action-Szene. Man wieder Dutzende von Feinden erledigen muss. Wo man auch ein bisschen die Umgebung wieder nutzen kann. Man sieht schon, man hat ein paar explosive Fässer. Das macht einem das sehr, sehr viel leichter. Der Typ, der den Weißflug gemacht hat, ist nicht schlecht. Also wer besseres Ziel was hat, ich. Auch noch nicht so häufig gestorben bin. Ich hätte das Spiel, glaube ich, auch auf schwer spielen können. Dann wäre es ein bisschen härter gewesen. Weil auf schwer hält man halt nicht so viel aus. Dann ist man schneller tot, wenn man getroffen wird. So, jetzt wird's wieder etwas geil. Ja, ich finde das sehr, sehr traurig gerade, dass ich das nicht mit, wenn ich das selber spiele, kommentiere. Die Reaktionen nämlich, wenn sowas gerade passiert, sind einfach besser, als wenn man sowas mit Abstand kommentiert. Es sind ein bisschen mehr Emotionen drin. Auch wenn ich das Spiel schon... Der Typ hier, der ist ja komplett wahnsinnig, ne? Hier. Der schießt alles kurz und klein. Kommt schon die Szene, wo ich öfters gefällt bin. Bin mal gespannt, ob er auch fällt. Also man kann sich ja hier so fallen lassen. Zack. Und zwar hier bin ich immer runtergeflogen, weil sie nicht nach diesem Seil gegriffen hat. Okay, er schafft es im ersten Anlauf. Ich bin 7-8 Mal gestorben. Dann ist er gut.
Something tells me the others found it easier. Okay. Dann wird das Video etwas kürzer. Das finde ich gut. Weil ich habe da, glaube ich, mit durch die 7 und 8 Versuche 5 bis 10 Minuten verloren mit. Jetzt im Gegensatz zu ihnen. Dann passt das. Je nachdem, wie gründlich er jetzt den Strand unter die Lupe nimmt, ne? Ich bin so grob alles abgegangen, um zu gucken, was ich bekommen kann. Aber er könnte auch sofort... sieht so aus, als ob er sofort dahin geht, ne? Ja. Weil beim Strand kann man nicht alles sofort bekommen. Also im Prinzip... Ja, ich habe ein bisschen Bergungsgut gefunden und... von diesen Herausforderungen ein, zwei Sachen und das war's. Also was wichtig ist nicht, also Dokumente und so. Er geht straight hin. Okay, dann wird das Video tatsächlich kurz. Okay, finde ich gut. Dann haben wir nicht so viel verpasst. Sam, I'm here. Laura. Alex will be sorry he missed out on this. Yeah. Where is Alex? Heading over to the Endurance to grab some tools for Reyes. Jonah, give the hoist a try. This has got to be our best chance, right? We've got to try. I'm glad you decided to join us, Lara. What can I do to help? Help Jonah. Shit. We'd be able to lift it more smoothly with some kind of block and tackle. Right. I should be able to fashion one from some pulleys. There might be some on that rigging we can use. I'll check it out. Be careful, Lara. Ja gut. Da geht's dann im nächsten Part weiter. Wie gesagt, sorry nochmal. Ich hoffe, die nächsten Parts versaue ich nicht. Und ja, ist leider Englisch. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich 10.000 Mal noch. Und ja, ich kann es leider nicht ändern. Bis dahin, Leute, und ciao.